Heute Abend finden unsere Feierabendgespräche statt, unser parlamentarischer Abend. Dabei geht es darum, dass junge Menschen direkt mit der Landespolitik in Gespräche kommen können. Bestenfalls gehen die PolitikerInnen hier heute Abend raus und haben viele Geschichten von jungen Menschen aus ihren Jugendverbänden dabei. Unsere Hauptforderung an die PolitikerInnen ist ein Jugendförderungsgesetz, was Kinder und Jugendliche langzeitig fördert. Wir fordern eine solide Finanzierung für die Jugendarbeit, damit wir zukunftssicher Veranstaltungen anbieten können und Angebote für unsere Junghelferinnen und Junghelfer. Zudem fordern wir eine generelle gute Vereinbarkeit von Ganztagsschule und Ehrenamt. Ich bin heute bei den Feierabendgesprächen, weil ich vermute, dass ich hier ziemlich viele tolle Leute kennenlerne, die in super spannenden Initiativen aktiv sind. Das ist, glaube ich, einer der parlamentarischen Abende, auf die ich jetzt am meisten Lust hatte auch. Ich habe die Einladung angenommen, weil die Feierabendgespräche eine tolle Gelegenheit sind, für uns als Politik mit jungen Menschen und den Jugendverbänden ins Gespräch zu kommen. Und als jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion ist das mir natürlich ein Anliegen, im engen Austausch mit jungen Menschen zu sein. Mir ist als Landtagsabgeordneter der Austausch mit jungen Menschen wichtig, weil junge Menschen tolle Ideen haben, auch mal um die Ecke denken. Und das kriegen wir als Politiker eben nur mit, wenn wir auch mit jungen Menschen in den Austausch gehen. Und das macht immer wieder ganz viel Spaß. Der Landesjugendring Niedersachsen ist die Interessenvertretung von 19 landesweiten Jugendverbänden. Und wir kümmern uns darum, dass die Anliegen unserer Verbände und vor allem der jungen Menschen tatsächlich in der Landespolitik und in der Landesverwaltung Gehör finden.